Hier eine Frage ohne vorgegebene Antwort. In der Skizze herunter hat das Quadrat ABCD eine Seitenlänge von 120. Die Punkte K und L auf seiner Mittellinie MN liegen so, dass der Abstand zwischen M und K derselbe ist wie der Abstand zwischen L und N. Frage: Was ergibt der Abstand zwischen M und K, wenn der Flächeninhalt von BLDK gleich zu einem Fünftel des Flächeninhalts des Quadrates ist? Durch die Angaben wissen wir also, dass die Seitenlänge des Quadrats 120 ist und dass diese zwei Strecken MK und LN gleich lang sind. Was wir suchen, ist genau diese Länge und die nennen wir X. Wir wissen durch die Angabe, dass der Flächeninhalt von diesem Viereck BLDK ein Fünftel vom Flächeninhalt des Quadrats ist. Und daraus können wir schließen, dass die Summe der Flächeninhalte dieser bunten Fläche gleich zu 4/5 vom Flächeninhalt des Quadrats ist. Jetzt berechnen wir die Summe der Flächeninhalte dieser bunten Fläche. Der Flächeninhalt von diesem Rechteck, das ist Breite x mal Länge 60. Und diesen Flächeninhalt haben wir einmal, zweimal und die zwei grünen Dreiecke zusammen macht ein drittes Mal. Daher 3 mal x mal 60. Wenn wir die zwei gelben Dreiecke zusammensetzen, so erhalten wir ein Rechteck, dessen Flächeninhalt berechnet wird durch diese Länge mal diese Breite. Diese Länge, das ist 120 minus x und diese Breite, das ist 60. Daher dieses Produkt. Hier schreiben wir 120 im Quadrat in die Form 120 mal 120 um und den zweiten Faktor 120 schreiben wir als Produkt von 2 und 60. Und so können wir diese Gleichung sofort durch 60 teilen. Sie führt dann zu dieser, aus der wir schließen, dass 2x 72 sein muss und demzufolge ist x 36. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 36. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.